ich bin Dorothea und ich bin Studentin des ersten Jahres und ich darf euch heute ein bisschen was über Kreativität erzählen, beziehungsweise über ein Zeugnis, das ich mit Kreativität erlebt habe. Und zwar war das so, das war recht am Anfang von diesem Schuljahr im Lobpreis, hatte ich so das Gefühl, ich soll nach vorne gehen zur Bühne und ich soll tanzen. Und das habe ich dann auch gemacht und es hat mich irgendwie schon was gekostet, weil ich mich erst nicht so richtig getraut habe. Aber als ich dann vorne war, das war so, so schön, weil auf einmal musste ich gar nicht mehr drüber nachdenken, wie ich mich bewege oder was Leute denken, sondern es war einfach so ein Fluss und meine Arme und meine Beine und alles ist einfach sich von alleine bewegt und es war so krass, weil ich so Jesus so tief gespürt habe. Und beim Tanzen ist es so, zumindest habe ich das so erlebt, dass wir unseren Körper ja benutzen und unsere Emotionen reingeben und deswegen ist es so eine ganzheitliche Begegnung mit Jesus, weil manchmal begegnen wir ja Gott irgendwie nur mit unserem Geist oder so, aber beim Tanz ist einfach so ganzheitlich und es ist so eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus und das durfte ich da einfach erleben und es war so, so schön und später kamen auch Leute auf mich zu und haben gesagt, boah Doro, ich hatte voll den Eindruck, dass irgendwie Engel von deinem Tanzen ausgehen und dass wirklich so eine Freiheit für die ganze Klasse, für die einzelnen Personen kam und eine andere Mitstudentin, die immer sich gefragt hatte, warum man eigentlich im Lobpreis tanzt oder was das überhaupt bringen soll, hat mir erzählt an dem Tag, dass sie so berührt worden ist und dass Gott einfach ihr richtig begegnet ist durch meine Bewegungen. Und es war so, so schön, weil ich habe nichts gemacht. Ich war einfach mit Jesus. Und das ist auch so das, was ich ihr über Kreativität lerne. Es ist einfach mit Jesus was erschaffen, mit Jesus sich bewegen und dadurch erleben Leute Freiheit. Und da will ich auch einfach dich ermutigen, so versuch einfach mal mit Gott kreativ zu sein und erleb einfach, wie er dir begegnet, aber auch anderen durch dich begegnet.